Die nachfolgende Sendung widmet Ihnen Kfz Jagschitz in der Kasernenstraße 9 in Eisenstadt. Reparatur und Service aller Marken. Motor TV, heute ganz im Zeichen des Sesto Cups. Wir waren am Slowakia-Ring, am Salzburg-Ring und wir zeigen Ihnen die Histocup-Gesamtsieger beim Finale am Red Bull-Ring. Beim 11. Lauf der BMW 325 e-Challenge am Slowakia-Ring erringt Herbert Heimerl auf dem selektiven 6-Kilometer-Kurs überraschend die Trainingsbestzeit mit nur 700stel Sekunden Vorsprung auf Luca Rettenbacher, der heuer bereits 6 Laufsiege feiern konnte. Somit starten die beiden im 21-Mann starken fliegenden Feld ganz von vorne nebeneinander. Der Bayer Herbert Heimerl kann seine Spitzenposition jedoch nicht sehr lange halten und der talentierte Salzburger Luca Rettenbacher setzt sich an die Spitze. Während dieser nach und nach kontinuierlich seine Führungsposition auf Herbert Heimerl ausbauen kann, entsteht um Platz 3 ein enger, spannender Kampf, wobei hier sich vorerst Dieter Karl Anton gegen Matthias Heinemann durchsetzen kann. Der 70-jährige, ehrgeizige Routinier aus Niederösterreich verliert schlussendlich das Duell gegen den deutschen Matthias Heinemann, wodurch dieser nach den 9 Rennrunden als Dritter das Ziel passiert. Platz 2 belegt der derzeit gesamtführende Herbert Heimerl und den überlegenen Sieg mit 8 Sekunden Vorsprung holt sich Luca Rettenbacher. Also ich habe Herbert Heimerl in der 2. Runde überholt, und weil er einen kleinen Vorfeld gemacht hat, und habe dann den Abstand recht gut ausbauen können und habe mir über das komplette Rennen durch mit konstanter Fahrt ins Ziel gerettet. Ja, Rettenbacher hat mich wirklich sauber überholt. Ich habe ihn zwar einmal zurück überholen können, aber beim zweiten Versuch habe ich ihn auch nicht halten können, und er ist einfach schwer zum Kriegen. Ja, er ist wirklich schnell und er ist sauber gefahren. Es war, wie gesagt, good race, is a cheap race, es war günstig, es ist nichts kaputt gegangen. Also für mich ist es das zweite Mal, dass ich unter die ersten 3 komme. Na, super für mich, ich kämpfe in der Meisterschaft um Platz 3. Das heißt, ich habe gute Punkte machen können und vielleicht klappt es, dass ich das nach Hause fahren kann am Jahresende. Beim bunt gemischten Feld der Youngtimer und Tourenwagen Open starten nicht weniger als 26 Piloten beim 9-Runden-Rennen am Slowakia-Ring. Michael Hollerweger aus Oberösterreich mit seinem Porsche 996 GT3R kann seine Pole Position ausnützen und bleibt vorne. Dahinter liegen die beiden BMW-Markenkollegen Markus Wege und Michael Fischer. Nach halber Renndistanz ist Hollerweger noch immer vorn, gefolgt vom Wiener Markus Wege und Michael Fischer aus Mödling auf seinem BMW M3 E30, der jedoch später aufgrund technischer Probleme weit zurückfällt. Dadurch erbt der Grazer René Terlep mit seinem BMW M3 E46 Platz 3 und Porsche-Fahrer Michael Hollerweger gelingt ein Startzielsieg vor Markus Wege auf seinem BMW M3 E36. Das war ein super lässiges Rennen, weil ich habe am Anfang einen Wahnsinnskampf gehabt mit dem Markus Wege, mit dem BMW. Ich habe am Anfang ein bisschen ein Problem gehabt mit dem linken Hinterreifen, der ist mir irgendwie nicht warm geworden. Und ich habe es Gott sei Dank verteidigen können. Verteidigen kann auch Michael Fischer derzeit die Gesamtführung bei den Youngtimern. Knapp 280 Fahrzeuge und jede Menge Motorsportfans sind beim Bosch Weekend zum Höhepunkt der 18. Histocup-Saison bei den Rennen auf dem Salzburgring dabei. Beste Bedingungen sind beim Start des Monsterfeldes der Histocup-Klassen bis 2500 Kubikzentimeter Hubraum, bestehend aus 28 Rennboliden von insgesamt 10 verschiedenen Marken. Der deutsche Albert Gallersdörfer, der Niederösterreicher Martin Saal auf Ford Escort und sein deutscher Markenkollege Toni Schell setzen sich an die Spitze, wobei Toni Schell leider gleich zu Beginn von der Strecke fliegt und damit eine Safety-Car-Phase auslöst. Nach dem erfolgreichen Neustart übernimmt Martin Saal die Führung, die er in der Folge nicht mehr abgibt. Der Ford-Pilot gewinnt das Rennen knapp vor dem deutschen Albert Gallersdörfer auf Opel Kadett GTE. Ja, ich habe mein Bestes gegeben und ich konnte meine Vorteile ausspielen. Und ich habe auf der Geraden beim Topspeed einen kleinen Vorteil gehabt und den habe ich gnadenlos ausgenutzt. Martin Saal kann aber auch das Handicap von Mastermind und Histocup-Organisator Michael Steffni ausnutzen. Der Salzburger fährt vom letzten Platz aus startend mit seinem BMW 2002 ein grandioses Rennen, dreht eine schnellste Rennrunde nach der anderen und überholt insgesamt 25 Konkurrenten bei seiner fehlerlosen Fahrt. Nach insgesamt für Michael Steffni 12 kurzweiligen Runden fährt er schließlich als Dritter über die Ziellinie, nur 3,2 Sekunden hinter dem Sieger.
Es hat natürlich richtig Spaß gemacht. Ich konnte das Qualifying nicht fahren in der Früh, weil der Kühler kaputt war, weil es im Motor in den Kühler reingeschoben hat und dadurch war ein Loch, das heißt, also ist nicht gegangen. Das letzter Platz im Training und noch bei 35 oder 37 Auto ist es natürlich etwas schwierig. Ich muss schon sagen, dass mir die Safety Car Phase geholfen hat, weil sie das Feld auch wieder zusammengeschoben hat und dann habe ich so richtig angreifen können. Eine Runde mehr, dann war ich ganz dran gewesen, aber ich vergönne es denen, die gewonnen haben und ich freue mich riesig über den dritten Platz, das ist wie in den alten Zeiten. Apropos Zeit, diese betrug 1 Minute und 35,7 Sekunden für die schnellste Rennrunde von Stefni, rund 1,5 Sekunden schneller als die vom Sieger. Kurz vor dem Start des 14. Laufs der BMW 325 E-Challenge beginnt die nasse Strecke des Salzburgrings aufzutrocknen und die Fahrer müssen kurzfristig entscheiden, ob sie Regenreifen oder Slicks verwenden. Der Großteil des Feldes setzt auf Slicks, so wie der trainingsschnellste Luca Rettenbacher. Ich glaube, dass die Chancen relativ gut sind. Wir müssen schauen, ob die Reifen mal die richtige waren. Wir sind mit Slicks-Reifen rausgefahren. Und jetzt schauen wir mal, ob das besser ist als die anderen, die was teilweise mit Regenreifen rausfahren. Ja, wir probieren es heute einmal mit unserem Regenradl. Wenn es regnen würde, aber richtig regnen, dann hätte er eine Chance. Routinier Dieter Karl Anton und dreifach Laufsieger Heribert Heimerl starten beim Rennen von ganz vorne aus der ersten Reihe. Diesmal beginnen insgesamt 23 Piloten nach einer fliegenden Runde die 12 Runden lange Renndistanz. Aufgrund der umgedrehten Startreihenfolge der ersten 8 Platzierten im Rennen davor nimmt Polsetter Luca Rettenbacher von Platz 8 aus das Rennen in Angriff. Nach einer Runde liegt Dieter Karl Anton an der Spitze, gefolgt von Györgyi Makay und Heribert Heimerl. Luca Rettenbacher hat sich bereits auf Platz 5 vorgeschoben. In Runde 3 fährt ganz vorne der Ungar Györgyi Makay und Luca Rettenbacher befindet sich auf Platz 3. Bereits eine Runde später liegt der Salzburger in Führung und gibt diese nicht mehr ab. Luca Rettenbacher siegt überlegen mit 7 Sekunden Vorsprung auf die ersten Verfolger. Platz 2 belegt der deutsche Manfred Zaunbauer vor einem aufopfernd kämpfenden Dieter Karl Anton aus Bad Fischerbrunn in Niederösterreich. Also ich habe die Rennreifen genommen, die uralten, die ich habe, die noch von Lackinger habe, wie ich das Auto gekauft habe und da sind schon sehr alt gewesen. Und das war eine Hop- oder Trop-Geschichte und ich habe gehofft, durch das, dass sie alt sind, haben sie einen harten Gummi und ich komme über die Runden und das hat sich Gott sei Dank bewahrheitet und es ist gut gegangen. Ich bin überaus zufrieden, das ist heute meine beste Platzierung. Ich war im Frühjahr schon zweimal Dritter und jetzt der zweite Platz ist natürlich die Draufgabe und der Poker mit den Slick ist voll aufgegangen. War super Rennen, ich muss sagen, die Reifenentscheidung war super, dass wir die eigentlich Slicks-Reifen für uns verwendet haben. War echt eine super Entscheidung und obwohl ich sagen muss, dass die anderen mit den Regenreifen auch nicht langsam waren und dass die auch am Anfang sehr gut hergehalten haben, dass wir am Anfang schon ein bisschen anstrengen haben müssen, dass ich da Vierer komme, aber im Endeffekt hat es gut gepasst. Damit führt nun vor den beiden Finalläufen am Red Bull Ring Luca Rettenbacher die Gesamtwertung an mit nur 3 Punkten Vorsprung auf Heribert Heimerl. Werben Sie auf unseren Video-Walls an den attraktivsten Standorten Österreichs. Zeigen Sie sich, wenn andere verblassen. Less Video-Walls. Den nachfolgenden Beitrag widmet Ihnen Toyo Tires und der Markt24.com. 2015 war eine der schönsten und spektakulärsten Saisonen in der Geschichte des Histocups. Das noch immer funktionierende Prinzip des offenen Fahrerlagers ist bei Teilnehmern und Zusehern gleichermaßen beliebt. Beim 8. und letzten Rennwochenende am Red Bull Ring ist ein hochkarätiges und international besetztes Fahrerfeld mit 300 Piloten im Alter von 17 bis 78 Jahren bei der erfolgreichsten österreichischen Rennserie am Start, aufgeteilt auf insgesamt 6 verschiedene Rennklassen und 4 Gastserien. Nach dem Saisonfinale stehen nun alle Gesamtsieger fest. In der Kategorie der sogenannten Anhang K Oldies, das sind Tourenwagen, die älter als 34 Jahre sind und nach dem alten Reglement von damals fahren, setzt sich der Tscheche David Bekva auf seinem Jaguar XJS durch. Somit geht erstmals die begehrte goldene Ananas ins Ausland. In der Kategorie bei den ebenfalls mindestens 34 Jahre alten Spezialtourenwagen, wo zum Beispiel beim Fahrwerks- und Motortuning mehr leistungssteigernde Möglichkeiten erlaubt sind, gewinnt der deutsche Kfz-Meister Albert Gallersdörfer mit seinem Opel Kadett GTE. Bei den Youngtimern, also den Tourenwagen mit einem Alter von durchschnittlich 20 Jahren, pilotiert der 21-jährige Mödlinger Michael Fischer einen BMW M3 E30 zum Gesamtsieg.
Die unter anderem mit neueren Rennwagen ausgetragenen Tourenwagen Open kann am Ende der Innsbrucker Philipp Kluckner im Mini Cooper für sich entscheiden. Einen Meister küren auch die waghalsigen Piloten der Formel Historic. Der Klosterneuburger Roland Wilczek holt den Gesamtsieg auf einem RALT Formel 3 Rennboliden. Hochspannung bis zum allerletzten Rennen am Red Bull Ring beim Kampf um den dritten Platz in der Gesamtwertung bietet die BMW 325 Challenge die am stärksten besetzte Rennklasse des Histocups. Dabei wird mit ca. 200 PS starken und rund 1000 kg leichten, gleichwertigen BMW 325i E30 Renntourenwagen gefahren, bereift mit Toyo Tires Semi-Slicks. 45 unterschiedlichste Piloten, darunter Neulinge, erfahrene alte Hasen und junge Nachwuchspiloten mit Profi-Ambitionen, sind heuer bereits klassiert. Der Favorit des Finallaufs am Red Bull Ring ist der bereits als Gesamtsieger feststehende talentierte Salzburger Luca Rettenbacher. Na, aber wenn die Saison vorbei ist und wenn ich schon Meister bin, ich möchte trotzdem jetzt das zweite Rennen noch gewinnen. Das letzte Rennen der Saison möchte auch Georgi Makay gewinnen, bei dem es noch zwischen ihm und Matthias Heinemann um den dritten Platz in der Gesamtwertung geht. Ich habe eine Chance auf den dritten Gesamtplatz, aber sie ist nicht sehr groß. Aber vielleicht kann ich hier Luca und Heinemann schlagen. Nach einer fliegenden Runde und der Startfreigabe steuert das 30-Fahrer starke Feld auf die erste Kurve zu. Diesmal geht bei der Anfahrt zur ersten Kurve alles glatt und das gesamte Feld passiert die erste Kurve ohne Komplikationen. Leider fliegen jedoch kurz danach zwei Fahrer von der Rennstrecke und verursachen damit eine Safety-Car-Phase. Nach dem Restart übernimmt Luca Rettenbacher erwartungsgemäß die Führung, die er in der Folge nicht mehr abgibt. Er gewinnt auch den letzten Lauf der heiß umkämpften BMW Challenge vor dem Deutschen Jürgen Huber und Georgi Makay. Ja, der Erfolg jetzt für das, dass ich die Meisterschaft gewonnen habe, ist für mich sehr groß. Und ich bin auch sehr froh, dass ich es jetzt geschafft habe. Jetzt muss ich halt nach vorn blicken und mal schauen, was ich nächstes Jahr mache, in welcher Klasse ich einsteige. Die nächsten Möglichkeiten, was wir haben, waren jetzt vielleicht Porsche Carrera Cup, Porsche Super Cup oder ADAC GT Masters auf irgendeinem anderen Auto. Also ich bin super zufrieden, ein zweiter Platz, was wollen wir mehr, Lukas, nicht zum Schlagen, war das Maximale zum Holen. Das Maximum hat auch der Bayer Heribert Heimerl rausgeholt, dem heute ein 9. Platz für den 2. Gesamtrang reicht. Ich finde es mega hart, ich meine, dieses zweite Jahr hintereinander, dass ich Vizemeister bin und darauf bin ich eigentlich richtig stolz. Matthias Heinemann sichert sich mit Platz 4 beim Finale Platz 3 in der Gesamtwertung. Also im nächsten Jahr garantiert bin ich 100% wieder dabei, auch bei diesem Team. Auch Histocup-Organisator Michael Steffny ist im nächsten Jahr zu 100% wieder dabei. Also beim Histocup wird es nächstes Jahr ein paar Änderungen geben, vor allen Dingen was die historischen Fahrzeuge betrifft. Dort werden wir für Anhang-K-Fahrzeuge, also die nach Originalreglement aufgebaut werden, eine eigene Meisterschaft ausgeschrieben. Das wird sicherlich sehr spannend und damit hoffen wir, dass wir tolle Fahrzeuge dazu bekommen werden. Die anderen Kategorien bleiben im Wesentlichen gleich, also stabiles Reglement. Was neu dazukommen wird, ist eine Sportwagenkategorie, eine Sportwagentrophy auf Straßenreifen oder Semislicks, die auch in den Histocup mit integriert werden. Alle Histocup-Renntermine und Austragungsorte 2016 sowie weitere Infos finden Sie auf www.histocup.com. Diesen Beitrag widmete Ihnen Toyo Tires und der Markt24.com. Diese Sendung widmete Ihnen Kfz Jagdschitz in der Kasernenstraße 9 in Eisenstadt. Reparatur und Service aller Marken.